zum eigentlichen Vlog geht, wollte ich euch nochmal kurz klarstellen. Es kommt ein bisschen negativ rüber in diesem Vlog, aber ich wollte euch einfach mal die klare Wahrheit zeigen. Aber seid gespannt, im nächsten Vlog wird auf jeden Fall einiges Positives auf euch zukommen. Ja, liebe Leute, was geht ab? Ich wünsche euch herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Und zwar machen wir jetzt Daily Vlogs. Wir sind gerade auf Bali. Wir zeigen euch unsere Unterkünfte, wie es ist hier in Bali. Unsere erste Station ist Kanju. Ich zeige euch nur mal die Aussicht jetzt von unserem Airbnb. Auf jeden Fall ist es ziemlich nice hier. Und ja, ich würde sagen, let's go. So, das ist die Rezeption hier. Dann geht man hier die Treppen runter und dann haben wir hier unser Airbnb. Und bevor es weiter zur Roomtour geht, muss ich euch jetzt mal zeigen, wie es bei Nacht hier vibet. Also ich finde es richtig nice. Ich war ja auch schon nachts schwimmen. Also man kann auch um 2 oder 3, was auch immer, schwimmen gehen. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Macht Spaß. So, jetzt eine kleine Roomtour. Nichts Besonderes. Ein bisschen wenig Platz, wie wir fanden. Und das war unser Bad. Das Ganze hat uns 80 Euro die Nacht gekostet. Was sagst du, Blätter? Was ist so deine Einschätzung? War gut, war okay. Bro, andere Zimmer war gut. Das Zimmer ist okay. Wir waren nur für eine Nacht in einem anderen Zimmer, da war es richtig gut. Und hier hat es jetzt nicht so. Aber es ist ganz okay. Wir haben gleich einen Pulli davor gehabt. Deswegen kann man nicht meckern. Ihr habt jetzt gesehen, die Roomtour. Ich muss auch ehrlich dazu sagen, 80 Euro für diese Nacht bin ich gerade auch nicht recht billig. Ich muss sagen, im Vergleich zu den Balkanländern, zum Beispiel Kroatien, Albanien, haben wir wirklich qualitativ hochwertige Sachen. Hotelzimmer, Airbnbs, was auch immer. Nicht jede Gegend bzw. jede Straße ist sauber, aber ihr könnt euch mal selbst überzeugen lassen. So, das sind die ersten Eindrücke von Kanju. Jetzt sind wir am Strand. Und ja, was soll ich sagen? Gefällt mir jetzt nicht so. Hier sieht man einfach Hunde mitten am Strand. Und noch mehr Hunde. Und hier ist eine Baustelle, aber das ist auf jeden Fall nicht BG-rechtens Zugang hier. So, und wir haben uns jetzt entschlossen, einfach bis an den Beach Club zu gehen. Atlas nennt sich das Ganze. Ich finde es hier ziemlich nice. Preis-Leistung ist auch ganz okay. Stopp, da muss ich ja natürlich eingreifen. Preis-Leistung ganz okay. Man zahlt hier einen 10er Eintritt. Man kommt schon an die deutschen Standards fast an. Aber es ist wirklich hier sehr clean. Und ja, ich zeige euch mal ein bisschen die Area hier. Dort vorne haben wir das Meer. Und hier haben wir so Pools mit Liegen und Wasser, whatever. Das ist richtig nice. Ich könnte jetzt schon auf Englisch sprechen. Also nur, dass ihr mal die Preiskategorie versteht. Vorne war es für 100, hier 120. Und später testen wir dann mal das Essen hier. Ich habe hier so Nudeln mit Chicken. Auf jeden Fall richtig geil. Schmeckt richtig gut. Außer was ich zu bemängeln habe, die Cola schmeckt einfach so nach Wasser. So schlecht. Schmeckt einfach 0,0. So schnell kann sich das Wetter ändern. Es regnet jetzt ein bisschen, aber es sollte demnächst mal wieder aufhören. Es ist schon mal eine kurze Phase, so dass es mal kurz regnet. Ich habe immer gedacht, ich zeige euch mal den Strand, wie es so ausschaut. Und ich frage mich, ob ihr so etwas schon mal gesehen habt. Es ist einfach schwarz. Ich meine, ich vorstelle, wie man ganz auf Instagram immer so sieht, was alles so schön und toll ist. Deswegen könnt ihr euch jetzt mal euer eigenes Bild machen. Ich zeige euch nur ein paar Sachen, wie es hier so ausschaut. Schaut euch diesen wunderschönen Sonnenuntergang mal an. Jetzt könnt ihr es auch mal sehen, wie es von außen ausschaut. Also wirklich richtig groß. Von innen brutal. Selber gesehen habt. Einfach das Größte in ganz der ganzen Welt, oder? Ja, auf der ganzen Welt. Wir fahren jetzt mit dem Taxi nach Hause. You want to drive? Oh, oh, ja. Oh, scheiße. Wir haben uns jetzt noch kurzerhand entschlossen, um 12 Uhr nachts was essen zu gehen. Und wir müssen sagen,
was wir gerade auf den Tisch bekommen haben. Wir sind jetzt zwar keine Schönes oder was auch immer, aber gebt euch jetzt diese Pizza Margherita von Blertana. Was at this moment he knew. He fucked up. Und das ist mein Burger. Burger ist auch okay, Bro. Okay. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das schmeckt. Mit Abstand der schlimmste Burger, wo ich je mein Leben gegessen habe. Ich kann es nicht fassen, Bro. Ich kann es nicht glauben. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Aber für uns geht's morgen weiter nach Uluwatu. Bleibt auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Daily Vlogs. Ich hoffe, ich kann euch gute Einblicke mitgeben. Bis jetzt ein richtig geiler Urlaub, macht bis jetzt richtig viel Spaß. Und ja, in dem Fall, peace out.